Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu Tag mittlerweile 78 beim Rauchen aufhören mit Eddie. Ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich jetzt gerade ein bisschen was zocken, online und so, aber haben wir gedacht, jetzt habe ich gerade Zeit, dass ich euch wieder ein neues Update gebe und drum auch Tag 78 ist jetzt irgendwie keine Runde 2 oder so. Ich wollte das eigentlich viel, viel öfter machen mit dem Update, aber das Problem ist einfach, ich weiß nicht wirklich, was ich euch sagen soll oder Neues erzählen will. Außer an die, was ich jetzt schon von einigen Antwort kriegt, dass sie auch mit dem Rauchen aufhören und Tag 5 und so und dass es ihnen nicht so gut geht und das, weil ich immer gesagt habe, nein, und der Entzug ist schon noch da und hin und her. Halt es durch, Leon. Es wird besser. Es wird definitiv besser. Ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt aufgefallen, so circa 2 Wochen ungefähr, ich denke nicht einmal mehr an eine Zigaretten. Das heißt, hin und wieder kommt schon wieder mal so, oh, ich habe einmal geraucht, aber so, dass man sich, gar nicht, überhaupt nicht. Also es ist bedeutend besser. Das Einzige, was ist, ich habe momentan so scheiß viel Arbeit, dass ich schon irgendwie daherkomme, wie ich schon ein bisschen so, da, solche Haare und Bart und rasieren und Saisonbetrieb und so, Sommersaison bei uns, heute ist zum Glück immer nicht so schön, darum war ein bisschen weniger Arbeit. Wenn es bei uns schön ist, dann muss ich hacken und schwatteln und rennen und man merkt es ja leider ein bisschen an meinen Let's Plays, dass ich einfach ein bisschen nachlasse. Meine Stamm-Let's Plays werden natürlich immer kommen, aber neue Projekte habe ich jetzt momentan überhaupt keine Zeit. Das wird wahrscheinlich dann erst wieder gegen Winter anfangen zu sein. Aber was rede ich da von meinen Let's Plays? Ich wollte eigentlich wegen am Rauchen aufhören und so. Also Leil, ich habe schon mal erwähnt, dass ich bei meiner Schwester angezogen habe, einmal bei einer Zigaretten. Das hat geschmeckt, wie wenn man Aschenbecher ausschlägt. Aber sonst habe ich keine Zigaretten. Und ich meine, ich habe jetzt, witzigerweise, ich kann es euch zeigen, beim Spazierengehen mit meinem Wauzi, was du hinten liegst, so, komm her, mir, komm hier. Vielleicht sieht man es kurz. Habe ich ein Packerl Zigaretten gefunden. Marlboro. Ich kann es nicht keine Werbung sein, sind auch sogar noch drinnen, aber ich wollte es meiner Schwester schenken, weil ich rauche das Zeug nicht. Die liegen bei mir da umeinander und ich habe eigentlich, wie bin ich denn so dunkel? Überhaupt kein Problem nicht, dass ich das jetzt da umeinander liegen, also so von wegen, dass ich da jetzt einen Mörder-Guster habe oder dass ich mir denke, ich halte es nicht aus, ist ganz und gar nicht der Fall und kann man so. Mit dem Grüppi war ich spazieren, schau mal, da, Kamera. Fernsehen. Sag hallo YouTube. Blödsinn. Ja, das war eigentlich das Ganze. Was ich euch sagen wollte, ist, wie gesagt, Guster wird immer, immer weniger. Zigaretten liegen umeinander. Ich konnte jederzeit eine rauchen, wenn ich wollte. Tue ich mit Sicherheit nicht, weil ich immer denke, eben, wie immer, jetzt habe ich mich so lange gewöhnt, jetzt soll ich das alles wegen einer so einer depperten Zigaretten wieder bleiben lassen und dann möglicherweise wieder zum Rauchen anfangen und erstens mördermäßig viel Kohle aussehen haben und zweitens die Gesundheit einfach wieder zerstören. Ich merke es, es geht mir von der Luft her um echt besser, Geschmacksnerven sind ein Wahnsinn, also das glaubt es nicht, also man glaubt es nicht, wenn man raucht, was man alles nicht mehr schmeckt und wenn man dann das Rauchen aufhört, also, es gibt Sachen, die schmecken so geil. Es könnt sich ja gar nicht vorstellen, wie man das kennt. Der Geruchssinn ist bedeutend besser, wenn es ist, da ist bei mir Raucherkammerl, Balkon auf gut Deutsch, weil in der Wohnung ist noch nie geraucht worden, selbst wenig geraucht habe. Und wenn ich drüben sitze im Esszimmer bei uns und meine Schwester geht aus dem Balkon und raucht eine und lässt die Tür offen, rieche ich das innerhalb von einer halben Minute im Esszimmer drüben, dass geraucht worden ist auf unserem Balkon. Das heißt, das ist ein Wahnsinn. Also es glaubt nicht, was man schmeckt und riecht. Und das wirklich Schlimme beim Aufhören sind nicht die Zigaretten, die was, oder die was gibt es, hat meine Lehrerin immer gesagt. Das Schlimme sind nicht die Zigaretten, die du so zwischendurch geraucht hast, sondern die Gewohnheitszigaretten. Das heißt, in der Früh aufstehen und einmal eine Zigaretten rauchen ist Gewohnheit. Beim Auto einsteigen und sich Zigaretten anzünden ist Gewohnheit. Und das sind die Schlimmen. Das sind die extrem Arsch-Zigaretten, die was da dann angehen und die was da weh dann. Alle anderen, die was so gelegentlich, die was da geraucht hast, weil du Zeit gehabt hast oder weil's nichts anderes sagt, die sind nicht schlimm, die gehen da nicht an. Aber alle, die was Gewohnheit waren, das sind die, die was da reinhauen und, wie gesagt, ich bin total rauchfrei. Es wird sich jetzt hoffentlich nicht so schnell was ändern. Ich werde euch irgendwann wieder mal ein Update geben. Vielleicht kommt wieder mal Erfahrung mit einer Zigaretten. Sonst
habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr zum sagen, es passt alles, es ist so geil, mir geht's voll gut. Ich bin auch nicht schlecht drauf. Zugenommen habe ich zum Glück gar nichts, angenommen aber auch noch nicht. Also die ganzen das, was ich mir vorgenommen habe, so von wegen Sport und jeden Tag dann noch, wenn ich nicht mehr rauche, ist noch nicht, aber wie gesagt, momentan keine Zeit, nicht aus beruflichen Gründen natürlich ist ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe jetzt endlich meinen Oldtimer hergekriegt und ich kann fahren da wieder. Ich habe da so viel Zeit und Kohle und es ist momentan investiert. Was ich natürlich auch wieder, wenn ich geraucht hätte, hätte ich nicht so viel Geld gehabt, was ich da reinstecken kann. Jetzt ist es natürlich leichter gegangen. Ist jetzt fast fertig. Jetzt habe ich morgen habe ich noch einmal vor, dass ich was mache dran am Abend und dann wird noch mal ein bisschen Geld reingesteckt und dann fahre ich einmal und das ist schon mal geil und dann wird er optisch gemacht. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Wie gesagt, es geht ums Rauchen und ich schweife überhaupt, das gibt's ja nicht. Sonst hätte ich gesagt, alle, die was noch dabei sind beim Rauchen aufhören oder die was gerade mittendrin sind, so wie gesagt, ein paar Kommentare habe ich gekriegt, toi, 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 bleibt dran und falls irgendwann aber was hat für mich, was ich sagen sollte oder was interessiert hat, fragt es mich. Ich werde es wahrscheinlich in einer Videoantwort beantworten und es wisst schon, was die Fragen stützt. Da unten, Kommentare, die könnt ihr mir zutexten, von bis unten, Vollgas, schreibt es mir ein, wie es euch geht, was euch es vorstützt, wie es euch geht, was... Eben, wie gesagt, ich weiß ja, dass mittlerweile einige Leute zuschauen, die was rauchen auch gerade aufgehört haben. Schreibt's mir mal, wie es euch geht. Und es ist, wie gesagt, es kommen leider nicht so viele Videos. Es könnt's mal in Tagesabständen, wenn kein neues Video nicht da ist, na, unter das gleiche Video nur mal was posten. Oder vielleicht nur mal einen zweiten Kommentar drunter schreiben. Einfach, dass ich weiß, wann ich wieder mal ein Video mache, was ich eingehen kann, was ich euch verzögern kann, was, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich, wie gesagt, ich beantworte alles und es kommt auch definitiv wieder ein Video. Wann genau das nächste kommt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber ich hoffe, es dauert nicht ganz lang und ich hätte in dem Sinn gesagt, da haben wir schon 7 Minuten. ja, bleibt gesund, alle, die was rauchen aufhören, ich habe vollstes Vertrauen zu euch, ihr schafft das und somit habe ich nur mehr zu sagen, ich wünsche euch was, tschüss mit euch und ciao mit euch!